Es ist deshalb das einfache Laufen in der Öffentlichkeit bzw. in der Zivilisation zu einer nicht zu späten Stunde die beste Lösung, einfach so oft wie möglich spontan Schuhe an und los Strecke laufen. Bei mir bringt es, was insbesondere in Kombination mit insbesondere Social Media Limits, also Internet täglich okay, aber an manchen Tagen nur für Musik oder Film, aber ohne Aufenthalt auf den toxischen Social Media Plattformen. Und wenn man reden will, wenn man kommunizieren will, dann besser jemanden treffen oder wenigstens telefonieren. Aber das ist schon zweite Wahl und E-Mails und Textnachrichten sind nur noch dritte und vierte Wahl und eigentlich schlecht. Laufen oder jemanden privat treffen. Es geht um die Vermeidung der digitalen Welt und darum, sich in der Realität aufzuhalten. Dann kriegt man ein gutes Stück von seiner inneren Ausgeglichenheit und inneren Ruhe wieder zurück. Ruhig werden, ruhig werden. Und das sind schon 500 Meter Strecke pro Tag, besser als nichts. Und es geht dabei auch nicht mal um Vitamin D, die Sonne, die ja gar nicht immer scheint, oder um die frische Luft, die ja teilweise gar nicht so gut ist. Es geht in erster Linie um das Laufen selbst. Bei Wind und Wetter, es gibt kein schlechtes Wetter. Jeder Tag hat seinen eigenen Reiz, seine individuelle Stimmung. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung. Lange sitzen sollte man eigentlich immer nur dann, wenn einem die Beine schlapp geworden sind vom vielen Laufen. Strecke laufen sollte man immer hinter sich oder vor sich haben, damit die Aufregung, die sich immer wieder aufbaut, auch immer wieder rausgeht aus dem eigenen System und in eine vernünftige Form gebracht wird, rausgeht aus dem eigenen System und sich auf eine gesunde Weise manifestiert, nicht stehen bleiben im Leben und schon gar nicht sitzen bleiben, mal stehen bleiben und wieder weitergehen, mal gucken und wieder weitergehen, mal ins Internet schauen und wieder weitergehen, mal rumhängen im Internet und wieder weitergehen, in Bewegung bleiben, immer wieder den eigenen Gedanken nachhängen, Smartphone ab in die Schublade, sich nicht die Welt in die Tasche stecken wollen und sich nicht die Welt ins Gehirn stecken wollen, unter freiem Himmel, da hat man die volle Sicht, das ist besser als so ein Tunnelblick in den Bildschirm. Der Bildschirm ist ja doch nur zweidimensional, für dich vielleicht nicht, aber für dein Gehirn eben doch schon. Die echte Welt ist aber, du läufst durch die Gegend, du kannst was unternehmen oder du läufst durch die Gegend. Es gibt weitaus Schlimmeres, als durch die Gegend zu laufen. Und weil es auf allen Vieren so schön ist, das Ganze bitte nun rückwärts und natürlich bergauf. Ja. Und andauernd im Internet rumzuhängen gehört eigentlich auch dazu, also zu dem Schlimmeren. Alte Menschen und alte Katzen gucken gern aus dem Fenster und im Internet wird dein Gehirn jeden Tag zwei Tage älter. So vieles kann man wissen, aber vielleicht niemals beeinflussen. Man kann den Kopf voll haben und doch einen leeren Geist. Man muss auch nicht die Stresshormone des Tages abends nochmal recyceln. Man braucht keinen zweiten Aufguss von Stresshormonen. Stresshormone stören das Immunsystem. Stresshormone stören die Regeneration. Der Fischer geht fischen und dann geht er sich einen Fisch braten und der Shaolin-Mönch bemüht sich, den Fokus und die Tätigkeit wieder zusammenzubringen, den Geist und den Körper zu synchronisieren, den Geist und den Körper wieder näher zusammenzubringen. Wenn ich koche, dann koche ich und wenn ich laufe, dann laufe ich und wenn ich nachdenke, dann denke ich nach. Und es gibt so viele Gedanken, die man nicht mal aufgreifen muss, die tauchen auf und verschwinden wieder, tauchen auf und tauchen wieder ab. Was soll's denn? Wenn ein Gedanke relevant ist, dann wird er einen sowieso verfolgen. Dann kann man ihm auch weglaufen und er holt einen später wieder ein. Allein schon das Laufen an sich bringt den guten Effekt. Es gibt kein schlechtes Wetter,